Ja, ich bin Liane Lippert, ich komme aus Friedrichshafen, bin 20 Jahre alt, fahre für das Team Sunweb jetzt im zweiten Jahr und ja, mein Vertrag geht noch bis 2020, also bin ich noch eine Weile dort. Ja, also zuerst war es ein bisschen langsames Rennen. Eine Gruppe ist vorgesprungen, ich glaube in den ersten 5 Runden schon. Die hatten einen ziemlich großen Vorsprung, ich glaube auf 4 Minuten ist es gewachsen und erstmal ist jeder cool geblieben, hat nichts gemacht, weil viele halt auch jemand vorne hatten. Und dann in den letzten 4 Runden haben wir angefangen, eben, ich sag mal, wir Profifrauen, die Einzelstarterin, die zu verfolgen und richtig Gas zu geben. Und da wurde der Abstand auch, ich glaube, in zwei Runden direkt kleiner zu einer Minute. Und dann haben wir ein bisschen aufgehört zu verfolgen und ich habe eben auf den richtigen Moment gewartet. Und in den letzten 4 Kilometern bin ich gesprungen, da waren nämlich noch ein paar Fahrer vorne. Und wir waren dann mit 7 eben vorne, knapp mit Vorsprung. Und ich habe den Sprint gewonnen. Ja, es war doch eher eine Überraschung, weil es ja so ein flacher Kurs ist. Und ja, ich habe mir eher mehr am Zeitfahren erhofft, weil ja, ich wusste, im Sprint kann ich nicht gegen die, ich sag mal, ja, Weltspitze Sprinter mithalten, aber aus einer kleinen Gruppe wusste ich, dass ich ein gutes Ergebnis rausfahren kann. Aber Deutsche Meisterin zu werden, habe ich trotzdem auf keinen Fall erwartet in meinem zweiten Frauenjahr. Noch nichts, ich lasse mich da eher von meinem Team überraschen. Ich denke, dass die ein sehr gutes Design machen werden und ich freue mich, das dann ein Jahr lang zu fahren. Jetzt geht's nächste Woche zum Giro. 10 Tage lang ist auch mein erster Giro, also mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall schwer, ein bisschen bergiger, was mir eigentlich besser liegt. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ja, ich bin natürlich super happy mit der Goldmedaille im Einzelzeitfahren. Es war ja auch ein harter Kampf, jetzt jahrelang immer zweite, dritte. Und letztes Jahr ja nur eine knappe Sekunde oder so verloren. Und auch dieses Jahr wieder sehr knapp noch bis zur letzten Wende, glaube ich, noch so 3 Sekunden Vorsprung hatte. Und ja, wollte halt das unbedingt nach Hause fahren. Super happy mit dem Titel. Straßenrennen lief dann eigentlich ein bisschen anders, als ich dachte, so vom ganzen Rennverlauf her. Aber auch da ja, hat die gedacht, dass einfach das Finale nochmal anders läuft und dass da Teams sich nochmal ins Zeug legen und Canyon SRAM vielleicht auch nochmal ein Wörtchen mitreden will. Und ja, habe mich vielleicht ein kleines bisschen verpokert gegen Ende, aber ja, es ist eben eine deutsche Meisterschaft, ich war ganz allein hier und dann muss man auch ein bisschen Risiko eingehen können, ja. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass jedes einzelne Radrennen bei einer deutschen Meisterschaft was ganz Besonderes ist und klar habe ich mich aber aufs Einzelzeitfahren fokussiert und bin schon echt stolz, dass es geklappt hat.